Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Infinite Fusion. Wir gehen nicht. Nein, das ist nicht mein Plan zu gehen. Wir sind hier in der wunderschönen Kanalisation. Ihr wisst, einer meiner liebsten Orte in allen Pokémon-Fangames, die es überhaupt gibt. Kanalisation. Let's go. Hätte ich hier noch was anders machen können? Ja, zu spät. Attacke 2. Ich darf nicht vergessen, dass ich hier noch Pokémon fangen kann. Später, wenn ich dann nicht mehr mit meiner Freundin hier unterwegs bin. Wir stellen mal eben das Wasser wieder runter. Weil da hinten geht es nur weiter mit niedrigem Wasser. Ich weiß nicht, was da ist, aber ich will es nicht verpassen. Okay. Oh, hier gibt es Nihon. Also ich muss sagen, die Pokémon, die ich bisher hier unten sehe, weiß nicht. Weiß nicht, ob ich da so gute Fusionen sehe. Rihorn und Weimar würde ich schon fühlen. Das ist bestimmt wild. Oder? Das wäre eine wilde Fusion. So. Auf Wiedersehen. Hoppala. Runtergefallen. Oh, wir sind wieder am Anfang. Ah, aha. Was haben wir hier? Rihorn und Radikal, das ist auch bestimmt eine schöne Fusion. Das würde ich fühlen. Oh, wir haben auch schon gekämpft. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ach so, weil ich das jetzt runtergeworfen habe, kann ich da rüberlaufen. Ja, okay. Ich habe es verstanden. Ihr habt es bestimmt auch verstanden. Ja. Ich kann jetzt hier die Flut, das Fluten wieder einstellen. Das kann ich da hinten über die Bretter laufen. Und über... ihm geht's gut. Über mein frisch runtergeworfenes Brett. Ey, diese Kombination. Die mögen sich anscheinend echt gerne. Also spricht nichts dagegen, die zu fusionieren, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir es dann auch fangen. Hi. Ja, ich hab's rausgefunden. Vielleicht speeden wir das Ganze hier mal ab. Oh! Oh, was sind denn das? Das sind ja alles richtig coole Funktionen. Warum sieht das so cool aus, das Nadra? Das sieht aber auch wild aus. Oh, Elektroball. Nadra war richtig süß, oder? Davon würde ich gern die letzte Entwicklung sehen. Okay, hier geht's für uns nicht weiter. Jetzt hier hin. Okay. Dankeschön. So ein pinkes Dihorn mit Slimer könnte ich mir auch vorstellen. Nee, also die Fusionen hier sind alle... Weiß ich auch nicht. Also die Pokémon mit ihren potenziellen Fusionen. So ist wahrscheinlich besser formuliert. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht. Ob ich hier unbedingt ein Pokémon fangen möchte. Aber vielleicht werden das ja andere, wenn wir nicht mehr zu zweit unterwegs sind. Das ist so meine einzige Hoffnung. Hutinder. Hutinder ist ja fantastisch. Was ist mit Speartomp los ist, kann ich euch nicht sagen. Nicht mehr viel jedenfalls. Tschüss, Hutinder. Vielleicht soll ich mal ein anderes Pokémon nach vorne tun, das noch XP braucht. Oh ja, davon haben wir ein paar. So. Eingegengift, okay. Nehme ich mit. Kann man mal machen. Bitte lasst mich in Ruhe. Vielleicht soll ich einfach Schutz benutzen. Okay, hier geht's nicht weiter. Da haben wir sie wieder, unsere Kombination. Rihorn steht aber auch immer rechts, oder? Hui. Ich glaube, es müsste bestimmt einfachere Wege geben, diese Bretter darunter zu tun, als sich draufzustellen und dann mit dem Brett runterzufallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die beste Lösung ist, ehrlich. Kann ich mit diesen Brettern irgendwas machen? Kann ich die irgendwie drehen? Okay. Warum kann ich nicht flüchten? Unsere Pokémon sind zu lang. Das wollte ich nicht drücken. Ich bin ein bisschen irritiert gewesen, weil die ganze Zeit automatisch
ausgewählt war, zu flüchten. Das war sehr seltsam. Oh, eigentlich wollte ich das wegmachen, aber... Okay. Oh, ich bin disabled. Ich dachte eher, okay. Entschuldigung, ich war verwirrt. Ha, viele wilde Pokémon. Ich glaube, alles mit Slimer fusioniert wäre schlimm. Ehrlich. Ich glaube, Slimer-Fusionen sind nie gut. Die sind immer schleimig und pink. Oh. Was ist gerade passiert? Okay. Das war verwirrend. So, jetzt aber. Ah, unsere besten Freunde. Beide nur Level 20 und ich kann nicht flüchten. Fantastisch. Dann halt nicht. Ja, hast du dir so gedacht, Radikal? Das ist eine gute Idee. Lass mal machen. Kommt das mir nur so vor? Da gibt es hier viel zu viele wilde Pokémon. Okay, wir müssen anscheinend hier hinten rüber. Okay. Ihr Genetorn finde ich besonders wild und das macht mir auch gar keine Angst für den Arena-Kampf, muss ich sagen. Genetorn scheint mir super zu sein. Ich fürchte mich, aber nur ein bisschen. Wunderschön. Aber können wir darüber reden, dass das einfach die Vorentwicklung ist von Raikou? Nein, Entei. Raikou. Ich bin so verwirrt. Ne, es ist schon Entei. Die Farben verwirren mich. Es ist einfach die Vorentwicklung. Sehr wild. Wir werden auch wechseln, weil das macht mir Sorgen. Also nicht das, sondern das rechts daneben. Das Chandras. Okay. Ich trete es einfach. Treten hilft normalerweise immer. Alle auf Genetorn. Oh Mann. Das will ich mal rausfokussen. Also. Nun. Wenn das nicht rausgefokust ist, weiß ich auch nicht. Wie wäre es mit ominösem Wind? Oh. Oh nein, das ist normal. Wieso habe ich das vergessen? Können wir bitte aufwachen? Ich kann einfach Doppelkick. Warum habe ich das nicht? Okay, sehr gut. Okay, out. Chanera und Paras auch wilde Fusion. Gut, dass ich nicht getroffen habe, dank dem Minimize. Oh, oh. Ah, du hast es selber geklärt, bevor du down gehst. Sehr gut, sehr gut. Nun, das war wild. Nein. Alles klar. Nun, wo gehen wir jetzt hin? Sieht so aus, als müssten wir uns aufteilen. Wo auch immer du hingehst, ich gehe in die andere Richtung. Okay, ich gehe einfach rechts. Ja. Gut, tschüss. Wenn sie jetzt weg ist, kann ich Pokémon fangen? Sonst vergesse ich das wieder. Du kannst halt dann halt nicht... Das wollte ich auch nicht einsetzen. Dann nicht direkt fusionieren, wenn ich überhaupt was gefangen kriege. Auf geht's. Gib mir wilde Pokémon. Oh nein. Baby-Pokémon. Wow. Wow, du hast 2 KP Schaden gemacht. Habe ich... Ja, okay, ich habe mehr als genug Bälle. Okay, muss ich mir gar keine Gedanken machen. Alles fein. Ernsthaft? Mantips? Was denkst du, was du tust? Einfach ausbrechen. Das ist... Was ist los mit ihm? Okay. So, erstmal Spiel beschleunigen. Schlimm von ihm.
Nein, nein, noch nicht. Dafür ist es zu früh. So. Nummer 1 haben wir gefangen. Jetzt fehlt Nummer 2. Und das ist noch ein Mantips. Nein, danke. Komm schon, irgendwas krasses. Dragoran. Ach, das habe ich schon. Das muss ich nicht nochmal fangen. Nidobei. Ha, oh ja. Bei Nidobei. Es hat das Bei schon im Namen. Kann ich ein cooles Pokémon haben? Cool, ich habe schon einen Lucario ist cool, aber ich sehe keinen Sinn dahinter, noch ein Lucario im Mittag. Hätte ich lieber das Lucario genommen? Wahrscheinlich. Oh, wow. Ey. Miltank. Oh, oh. Könntest du die Kacke lassen? Ich hab so... Ich hasse Miltanks. Komm, sei einfach... Nein, oh, um Himmels Willen. Oh, mein... Ich wollte da nicht drauf drücken. Ich wollte das nicht drücken. Ich wollte eigentlich Pokémon wechseln. Nun. Ich würde sagen, wir tauschen das im Wundertausch, oder? Ihr wollt auch immer Wundertausch sehen. Wir tauschen das Mantips einfach im Wundertausch. So. Ist hier die... Boah, warum ist das hier so laut? Bin taub. Warum ist hier so viel lauter als draußen, Warum ist drin so viel lauter als draußen? Warum ist es oben viel lauter als in der Kanalisation? So, jetzt ist es richtig. Wo ist es denn? Komm mit, Kleines. Ich habe sehr viele blaue Pokémon. Es gibt insgesamt sehr viele blaue Pokémon, oder? Guten Tag. Ja, oh ja, wir müssen unsere Wundertausch-Tickets natürlich benutzen. Mantik. Das ist ja gar keine Fusion. Mantik, auf Wiedersehen. Viel Spaß, wo auch immer du hingehst. Rocky. Team Rocket schickt Rocky. Was? Boah, ich habe echt Angst. Ich habe Angst, was mit Team Rocket da schickt. Was für einfach Wundertausch mit Team Rocket, was zum... Sie dreht sich einfach von mir weg, um Rocky nicht mehr sehen zu müssen. Vielen Dank, Team Rocket, für dieses wunderschöne Pokémon. Kommt, wir gucken uns das jetzt mal an. Es ist einfach von Team Rocket, was? Wie wild ist das denn? Okay. Ah, neutrales Wesen. Es kann sehr gute Attacken. Okay, cool, Rocky. Die Fusion aus Farbigel und Schlurp, vermute ich. Vielleicht wäre es cooler, wenn wir es noch einmal weiterentwickeln. Nee, wäre das nicht. Okay, ich habe mich ja beschwert, dass ich zu viele blaue Pokémon habe. Das ist jetzt definitiv nicht blau. Ich weiß auch nicht, warum die Farbe da grün sein muss unbedingt. Das hätte irgendeine andere Farbe sein können als dieses Giftgrün, ehrlich. Ich würde das gerne an die Stelle setzen, wie es vorhin schon saß. Nun, meine eigene Fusion hätte nicht besser sein können als diese, oder? Ich finde schon. Das war wunderschön. Ach. Schöne Dinge passieren heute. Kanalisation, Pfeile, Wakazam. Ah, Wakazam. Wakazam, das ist ein guter Name. Okay, bin ich? Was bin ich für ein Typ? Stahl und Flug. Okay. Wenn ich da so ein Simsala sehe, dann ist das schon nicht so nett. Simsalas können böse sein. Kinzeon. Eon. Ja, es könnte halt alles sein. Ja. Es hätte auch Flamara sein können oder Aqua, ne?
Nun, es sieht aber super cool aus, oder? Und ich weiß super gar nicht, wen ich einsetzen soll. Was bist du? Bodenstahl. Wir setzen dich ein. Ampel leuchtet, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Das macht nur dein Eisschaden. Oh, das macht ja wenig Schaden. Ist das... Also nicht Elektro... Warte. Oh nein, ich bin ja gar nicht Gestein, ich bin der Boden. Ups. Kann man ja mal verwechseln. Lati/Slash, das hört sich ja mal wieder gut an. Aber ganz ehrlich, Boden und Gestein sind einfach zwei Typen, die sind sich viel zu ähnlich, oder? Bitte sagt mir, dass das sich... Es ist einfach der gleiche Typ. Es tut mir leid. Wow, es ist ein sehr cooles Schwert. Okay, wild. Es schwebt. Natürlich schwebt es. Obviously. Okay. Alles klar. Ah, stopp bitte. Oh mein Gott. Was war das für eine Attacke? Okay. Die Attacke ist okay, mach weiter damit. Okay. Ich hab keine. Alles gut. Huch. Das hat aber gut reingehauen. Das war aber auch eine gute Fusion. Nun, ich würde sagen, das war's für heute mit der Folge. Es war gruselig genug gerade eben. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und Mirio.